Bei einem Großbrand in einem Treibstofflager in Wassilkow in der Nähe von Kiew sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Erste Bilder zeigen das riesige Feuer und mehrere Explosionen in einem Depot rund 30 Kilometer südwestlich der ukrainischen Hauptstadt. Lokalen Berichten zufolge brach auf dem Gelände des Lagers erst ein kleineres Feuer aus, das schnell um sich griff. Bei den Toten soll es sich um Feuerwehrmänner handeln. Als es zu den Explosionen kam, waren etwa 180 von ihnen im Einsatz. Laut ukrainischem Innenminister ist mittlerweile die Nationalgarde alarmiert. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt.